Riesling. So, komm. Ey, ich hab das vorhin richtig gut hingekriegt, Mann. Wenn ich hier. Komm schon. Überspringen. So, nicht nach oben fliegen. Das ist ein Fehler. Aber trotzdem mach ich's. Es ist aber auch so ein verdammter Reflex einfach nur. Wo ist er denn jetzt? Wieder nicht? Boah. Ja! Es geht doch. Alles klar, liebe Leute. Jetzt haben wir Spyro 2 Riptus Rage wirklich zu 100% abgeschlossen. Und ich kann mich jetzt beruhigen vor diesen mühseligen Mühen. Versuche, die ich da ständig gemacht habe gegen Krypto wegen diesem einen Fähigkeitspunkt. Naja, gut. Also, jetzt gucken wir noch zum Schluss die Kunstgalerie durch. Denn wir haben, wie gesagt, alle Fähigkeitspunkte. Überall Kunstgalerie. Auf geht's. Und zwar von Anfang an. Das Cover von Spyro 2 Riptus Rage. Überarbeitet Jäger. Sketch von Jäger, Sketch von Geldsack, Professor und der Exe aus Glimmer. Ach Moment, da ist ja noch ein Text da unten drunter. Schnaufendes Schnabeltier, Känguru-Dieb, Schneckenelefant und Schneckennashorn. Kolosse Yeti, Ziege und Jack. Windbauer, Falke, Küken und Papagei. Delfin-Zuschauer, Fisch-Zuschauer und Königin Finny. Erdformer, Bienenbaum und Kampfstrauch, Christa, Satyr und Bippo der Faun, Landratten, Bo Piep, Feuerraupe, Eimer, Corporal Gluck, Sergeant Top und Colonel Blob. Interessanter Name. Okay, das ist jetzt, glaube ich, hier gleich, jetzt hier, ich glaube, hier fängt jetzt die zweite Hälfte der Galerie an, die wir gerade freigeschaltet haben. Julia und Romeo. Ja. Roboterbauer, Robobiene und Robokrasshupfer. Oh ja. Mensch, tolle Zeichnung. Gluck und Lara Echse. Eis- und Feuerzauberer. Schattige Oase, Flaschengeist und bewaffneter Dieb mit Schild. Handwerker, Handwerkerroboter und Handwerkerdieb. Greta und Händel.
gepanzerte Weltraumkuh, Schaf-UFO, Raketenschwein und Manager-Droid. Wasserschwein-Auto, Wasserschwein-Boot und Schluchtenstrecke-Biker. Wasserschwein-Auto, Wasserschwein-Boot. Ach ja, ja, das sind alles für die Strecken genau gewesen. Gaup und Petrodactylus. Crush und Riptor. Guckt euch mal an, wie bad, wie böse die reingucken. Okay, dann soll es aber auch erstmal genug sein. Alles klar, liebe Leute. Ich verabschiede mich hiermit jetzt und hoffe, dieses Let's Play von Spyro 2 Riptor's Rage in Spyro Reignited Trilogy hat euch gefallen mit mir. Jetzt fehlt nur noch Spyro Year of the Dragon. Das werde ich auch definitiv auch noch machen. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Spyro Year of the Dragon in Spyro Reignited Trilogy. Okay, vielen Dank fürs Anschauen und dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne, erholsame Zeit. Genießt euer Leben und bleibt gesund. Schätzt es wert. Alles klar. Bis dann, euer Team Westref und ciao.